Ja, danke schön. Schönen guten Morgen. Auch alles Gute noch einmal im neuen Jahr. Wir haben, nachdem wir am 26. November gewählt wurden, gesagt, wir wollen möglichst rasch die Geschäftsführung neu aufstellen. Und das ist uns gelungen. Und ich bin sehr froh, dass wir die heute präsentieren können und eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Team hier es gelungen ist, zusammenzustellen. Wir haben gesagt, wir wollen einen ganz besonderen Fokus auf den Sport legen in der neuen Geschäftsführung, in der Neuaufstellung von Rapid. Das haben wir dadurch gemacht, dass wir zwei Geschäftsführer bestellt haben, die in der Geschäftsführung für den Sport sprechen, werden noch dazu kommen, wie die Aufgabenverteilung ist. Unabhängig davon, wie die Aufgabenverteilung ist, ist wichtig, dass wir die Geschäftsführung als Team sehen, die dann gemeinsam mit dem Trainer hier ein Team bilden und Persönlichkeiten sind, die sich kennen, zusammengearbeitet haben, nicht immer zusammengearbeitet, nicht durchgehend zusammengearbeitet haben, aber wissen, wofür Rapid steht und ein gemeinsames Ziel haben. Ich möchte mich bedanken, dass das möglich war, dass erstens mal bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Präsidium, die ja harte Arbeit gemacht haben in den wenigen Wochen, allen voran beim Steffen Hoffmann, der hier sozusagen auch bei der Zusammenstellung der Geschäftsführung und bei der Auswahl des Sportdirektors und Sportgeschäftsführers hier maßgeblich mitgewirkt hat. Ich möchte mich bei Markus Katzer bedanken, dass er unser Angebot angenommen hat und hier mit voller Einsatz und voller Energie hier die Zukunft von Rapid mitgestalten wird. Ich möchte mich auch bei dieser Gelegenheit bei der Vienna bedanken. Es waren die Transfergespräche, wenn ich so sagen kann, in einer sehr professionellen und kollegialen Art und Weise möglich, sodass es möglich war, sehr kurzfristig hier Markus Katzer auch zu gewinnen. Vielleicht, bevor ich weitergebe, eine Frage vorwegnehmend. Ja, jetzt haben wir drei Mitglieder der Geschäftsführung, bisher hatten wir zwei. Das ist, glaube ich, eine gute, zukunftsweisende Lösung, die darin besteht, dass in einer GmbH drei Mitglieder der Geschäftsführung grundsätzlich gleichberechtigt sind, wie es in der GmbH ist. Es gibt allerdings einen Sprecher der Geschäftsführung, das ist Steffen Hoffmann. Da haben wir gesagt, das ist derjenige, der nach innen und nach außen für den Sport und für den SK Rapid auch spricht, der für die Strategie, die Gesamtstrategie, die sportliche Strategie und die Philosophie verantwortlich ist und darüber hinaus für den extrem wichtigen Bereich des Nachwuchses, der Akademie, auch von der Rapid 2-Mannschaft zuständig ist und für den Aufbau des Frauenfußballteams. Wir haben den Markus Katzer als klassischen Sportdirektor für die Verantwortlichkeit mit allem, was dazugehört, für die Profimannschaft. Und wir haben Werner Kuhn als Geschäftsführer, als Wirtschaftsgeschäftsführer, der diese Aufgabe ja schon gleich an unserem ersten Arbeitstag übernommen hat und mit seiner ganz großen Erfahrung und Professionalität ausführt. Und die drei zusammen bilden jetzt dieses Geschäftsführungsteam. Auch gleich eine Frage vorwegnehmen. Ist das eine Aufblähung der Struktur? Nein, ist es nicht. Wir arbeiten in den Führungsstrukturen von Rapid auch mit dieser Veränderung in der Geschäftsführung von 2 auf 3 mit gleich viel, also nicht mit mehr Personen, sie sind nur anders strukturiert und aufgestellt und auch insgesamt wird durch Einsparungen, die wir im Verwaltungsbereich getroffen haben, es möglich, dieses Gesamtteam sozusagen kostenneutral aufzustellen. Ich freue mich, dass wir da gut ins neue Jahr starten. Danke.
Vielen Dank, Herr Präsident. Werner Kuhn möchte ich natürlich auch begrüßen, habe ich jetzt nicht extra erwähnt gehabt, weil er nicht am Podium ist, aber natürlich hier bei uns. Ja, lieber Steffen, darf dich bitten, ein paar Sätze, ein paar Worte, Entscheidungsfindung, Geschäftsführer Sport, deine neue Rollen, natürlich hast du, oder wie du auch die Zusammenarbeit vorstellst, hast du nicht nur den Mirke Katzer neben dir sitzen, sondern auch den Zocke Barisic. Ja, war natürlich für uns die zwei wichtigsten Entscheidungen. Prinzipiell war von Anfang an klar im Präsidium, dass wir auch aufgrund dessen, was die Vergangenheit uns gelehrt hat, auf drei Geschäftsführer umsteigen wollen und ich einer davon sein soll, was natürlich eine große Ehre und eine wunderbare Aufgabe für mich ist. Aber natürlich war mir klar, dass wir einen Geschäftsführer Sport brauchen werden. Hat dann einige Gespräche gegeben, aber es ist doch eine Entscheidung, die man nicht zu schnell treffen darf, sondern die muss dann schon passen für uns. Wie gesagt, wir hatten 4, 5 Kandidaten, mit denen wir gesprochen haben. Und am Ende des Tages war es einfach so, dass der Mäcki zu den Plänen, die wir haben, zu dem Weg, den wir gehen wollen und die Strategie, die wir vor Augen haben, der Mäcki einfach für uns der Beste war. Und deswegen hat es zwar ein bisschen gedauert, aber ja, ich freue mich jetzt unheimlich mit ihm und mit dem Zocki und mit dem Werner, dass wir alle gemeinsam als großes Team auftreten und ja, auch gemeinsam viele, viele Entscheidungen treffen. Beim Zocki ist es so, dass wir schon sehr weit sind in den Gesprächen, aber Zocki noch keinen Vertrag als Trainer unterschrieben hat. Das hat mehrere Gründe. Erstens war der gute Herr ein bisschen krank vor Weihnachten, wo wir eigentlich reden wollten. Danach hat er sich gedacht, er geht direkt vom Krankenstand in Urlaub und ist dann erst zurückgekommen. Nicht ausgegangen. Außerdem war es dann schon klar, dass der Mäcki dazustößt und der Mäcki bei diesen Gesprächen dabei sein soll. Und die haben wir jetzt, die ersten Gespräche haben wir geführt und denke, dass es da bald ja, eine Einigung geben wird. Ja, vielen Dank, Steffen, für dein Einleitungsstatement und noch einmal ein Welcome back, herzlich willkommen zurück, Markus Katzer, fast ein Jahrzehnt weg aus Hütteldorf von Rapid, jetzt ganz, ganz neue Rolle, sicher nicht vergleichbar mit deiner ersten Zeit hier. Darf ich dich auch bitten um ein paar Sätze, deine Vorstellungen, deine Erwartungen, deine Ziele, deine Ambitionen zur künftigen Zusammenarbeit in dieser Konstellation? Ja, vorweg mal freut es mich riesig, dass das jetzt so geklappt hat. Muss mich auch bedanken bei der Vienna, dass das dann so reibungslos auch funktioniert hat, speziell beim Kurt Swoboda und beim Roland Schmidt, die mir da keine Steine in den Weg gelegt haben ja, und mir ermöglicht haben, dass ich die mir meinen Wunsch, diesen Wechsel zu ermöglichen, ja, auch geholfen haben. Freue mich sehr. Witzig ist, ja, ich bin 9,5 Jahre jetzt weg von Rapid und bin heute in die Kabine spaziert und habe trotzdem viele Gesichter gesehen, die ich unabhängig von den zwei Herren da drüben, die ich ja einfach kenne, beziehungsweise bin ich drauf gekommen, dass ich mit dem gesamten Trainerteam sogar noch zusammengespielt habe. Ja, war ein gutes Gefühl, ist gleich mal irgendwo schon noch ein Gefühl, dass man wieder nach Hause kommt. Ist ja kein Geheimnis, dass ich mich da immer wohlgefühlt habe und dass ich eigentlich immer schon Rapidler war. Und somit bin ich auch überglücklich, dass ich jetzt da als Geschäftsführer Sport fungieren kann. Was mir immer wichtig war, so wie die Leute mich auch kennen, ich war immer extrem ehrgeizig. Ich habe ja immer hohe Arbeitsmoral gehabt und somit habe ich das auch nach der Karriere so mitgenommen. Ich bin ein absoluter Teamplayer gewesen als Spieler. Und will es auch jetzt in Zukunft auch bei Rapid sein. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Richtig. Danke, Mäcki. Und damit zum Ältesten unter den drei Sportlern sozusagen. Zocke, das muss natürlich sein. Wieder fit, Gott sei Dank. Schöne Zeit in Tirol gehabt. Hast ein bisschen, glaube ich, schon auffrischen können, wie es war, wenn man Meister ist. Und ein paar Leute getroffen, aber das ist jetzt nur Randthema. Darf ich dir um ein paar Sätze bitten? Zum einen neue Konstellation, aber zum anderen natürlich, du hast heute die Mannschaft zum ersten Mal wieder aus dem Urlaub begrüßt. Sind alle fit und gesund? Und wie schaut es dann noch der weitere Plan für die Vorbereitung aus? Morgen ist übrigens dann das erste
das erste Training am Platz, wo natürlich auch gerne Fotos, Filmaufnahmen gemacht werden können, um 10.30 Uhr im Trainingszentrum. Hoffentlich mit einem besseren Wetter als heute. Ja, hallo von meiner Seite. Natürlich auch alles Gute im neuen Jahr wünsche ich allen miteinander, auch unseren Fans. Natürlich an oberster Stelle steht immer die Gesundheit. Und ja, was ich zunächst einmal sagen möchte, ist, Mäki Katzer, herzlich willkommen zurück und in einer Position, die mit Sicherheit nicht einfach ist, aber der Mäki, so wie er gesagt hat, nicht nur mit seiner Arbeitsmoral, sondern auch mit seiner Intelligenz und ja, mit seiner Verbundenheit zu Rapid, bin ich hundertprozentig überzeugt davon, dass er einen Top-Job machen wird, genauso wie ich davon überzeugt bin, dass der Steff in seiner neuen Position auch alles unternehmen wird, alles geben wird, damit es dem Verein gut geht, damit wir miteinander nicht nur gut zusammen, sondern auch erfolgreich zusammenarbeiten in Zukunft. Ich bin zu 100% überzeugt von diesen beiden Herrschaften, Männern, Jungs. Und bin auch davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit so sein wird, dass zwischen uns kein Blatt Papier passen wird. Also davon bin ich wirklich zu 100% überzeugt. Es wird, wir kennen uns, es gibt eine Basis der Zusammenarbeit, wo es uns erlaubt, da von Beginn eben, weil vertrauensvoll, so richtig miteinander Gas zu geben. Und auf diese Zusammenarbeit und auf diese Konstellation vor allem freue ich mich wirklich sehr besonders. Ja, wir sind heute gestartet. Spieler haben das Heimprogramm durchgezogen, wie ich es eigentlich noch nie gesehen habe, dass es nicht einen Spieler gegeben hat, der einen Lauf nicht gemacht hat, sondern im Gegenteil, dass die meisten zusätzlich gearbeitet haben zu dem, was sie schon bekommen haben. Also ist schon mal ein guter Start mit einem sehr, sehr guten Gefühl, auch von mir. Verletzte Spieler nach wie vor, Maxi Hoffmann, Sattelberger, die benötigen noch ein bisschen Zeit. Savic wird dann hoffentlich Beginn der nächsten Woche schon voll integriert im Mannschaftstraining mit dabei sein. Schicki hat Probleme an den Adduktoren, da wird man jetzt die nächsten Untersuchungen abwarten müssen. Und ansonsten waren alle fit, gesund, froh und munter.